Der gute Manuelsen hat einen super geilen Remix gemacht, ja, quasi von seinem Song. Leid. Wow. Weißt du, was der gemacht hat? Soll ich dir mal was sagen? Sag an. Ich habe aufgenommen den Part hier in Berlin. Ja. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ey Bruder, du musst den nochmal aufnehmen. Ich gesagt, was meinst du? Der ist doch gut. Er sagt, ja, der ist gut, aber ich fühle ihn nicht. Ich sag, wie, du fühlst ihn nicht, Bruder? Hat er gesagt, doch, ich fühle ihn, aber nicht so sehr. Aber ich gesagt, wie meinst du das nicht so sehr? Er sagt, ja, das muss vom Blut kommen, vom Herz. Hab ich gemeint, Bruder, das kam vom Herz. Ja. Ich guck so auf meine Uhr, ich habe 100 Termine. Ich dachte, er sagt zu mir, wir müssen ein Feature unternehmen. Auf einmal sagt er mir, du musst herkommen, ich muss dir das erklären. Hab ich gesagt, Bruder, 600 Kilometer. Hat er gesagt, bitte, Bruder, der Song bedeutet mir was. Hab ich gesagt, okay, ich komme, aber dann müssen wir auch dazu ein Video drehen. Okay. Hör mal zu. Da bin ich runtergefahren. Ich weiß nicht, wo, auf jeden Fall stand er da mit dem Motorrad irgendwo, ja, in Mülheim, sind wir dann weitergefahren zum Studio, haben, ja, wir aufgenommen. Ich habe wirklich mein T-Shirt ausgezogen und habe wirklich auf meine Brust geschlagen und habe das dann runtergerappt, als ob sie mich gerade wirklich verlässt. Okay, krass. Dann bin ich rausgekommen und hat er gesagt so, genau so. Ja, geil. Gesagt, ja, das hätte ich können auch in Berlin machen, aber ich bin hergekommen, weil der Song ist mir wichtig. Der Song, ja, ist mir wirklich, ja, wichtig. Klar, natürlich. Heute noch hören das wirklich sehr viele Frauen und Jungs. Der hat wirklich eine ganze Dekade geprägt. Und da bin ich nach Berlin gegangen und habe ein Kamerateam besorgt, dass ich meinen Part drehe. Ja. Da habe ich meinen Part gedreht, so voll Liebeslied, das. Habe mir voll Mühe gegeben, schick's ihn zurück. Und dann Manu sagt zu mir, ja, morgen drehe ich. Habe ich gesagt, und hast du gedreht? Naja, morgen drehe ich. Zeit vergangen. Habe ich gesagt, ey, wann kommt das Video raus? Hat er gesagt, ja, ich melde mich gleich. Und dann ist das Video niemals gekommen. Ach, Mann. Nein, warum aber? Einfach keine Zeit. Ich weiß nicht, was Manu da gemacht hat. Auf jeden Fall, der Song ist wirklich sehr, sehr schön. Gibt es dein Part auf Video? Ja. Ist er da? Ja, den gibt's ja. Warum? Ja, ich habe ja einen guten Draht zu Manu. Ich kann ja nochmal Druck machen. Aber ich bin großer Fan von dem Song. Vielleicht, ja, kommt er noch. Ja, Manu muss auf jeden Fall drehen, dann hat sein Partner auf jeden Fall die ganzen Aufnahmen, dann muss er anfangen zu schneiden. Ich werde Manuelsen dazu noch befragen. Sag mal, er soll sagen. Mois soll ihm das Video schnell abdrehen. Ja, die YouTuber sollen klappen. Die Keller GmbH soll ein bisschen Druck machen. Nee, ich werde mal nochmal mit ihm sprechen, das kann doch nicht wahr sein, wenn ich es selber klappen muss.